Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von First Minecraft. Ja, in der letzten Folge habt ihr schon gesehen, was ich alles so von der anderen Folge zu der letzten Folge gemacht habe. Und am Ende der Folge habe ich ihr erzählt, warum ich das eine Video da privat gestellt habe. Das habt ihr bestimmt alle nicht gesehen. Weil ich habe es kurz hochgeladen und dann so 30 Minuten nachdem ich es hochgeladen habe, habe ich mich dagegen entschieden, habe es privat gestellt. Ist jetzt privat. Und dann habe ich noch das Video, wo ich gezeichnet habe, eingestellt. Oh, und das Buch, von wo ich die Bilder habe, ist Flashpoint. Also ich mag halt auch The Flash. Dazu sage ich jetzt noch was dazu. Also ich sage später was dazu. Ja, ich habe halt so von dem Comic The Flashpoint. Hinten sind da halt so Zeichnungen von den Zeichnern, die halt so Flash gezeichnet haben und so. Und da habe ich halt so ein bisschen so mich warm gezeichnet mit dem Batman. Habe auch so ein kleines Zeitraffer-Video gemacht, wo ich auch so einen anderen Batman zeichne, was nicht besonders gelungen ist. Aber ja, gut. Ich war in der letzten Folge stehen geblieben. Beim Trockenlegen des Sees. Das mache ich jetzt noch kurz zu Ende. Yep, dieses Video wird auch nicht besonders lang sein, genauso wie das letzte Video. Und in diesem Video habe ich ja euch versprochen, dass ich so ein bisschen darüber rede, warum ich Superhelden mag. Also, Superhelden, ja, das ist für mich halt so was anderes. Wisst ihr, wenn ich Superheldenfilme anschaue, da kann ich ein bisschen so mit dem Alltag abschalten und so. Ich mag halt Superhelden, wie die halt so diese Kräfte besitzen oder halt bei Iron Man diese Rüstung und so. Ich mag das halt mega. Und das ist der eine Grund, warum ich auch Superhelden mag. Mein Lieblings-Superheld zurzeit ist auch The Flash, was auch meine Lieblingsserie zurzeit ist. Schaue ich auch wirklich die ganze, also jede Woche dienstags. Läuft sie ja auf Sie, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Läuft halt der Flash, das schaue ich halt an. Ist wirklich meine Lieblingsserie zurzeit. Ist gerade bei der dritten Staffel, also wer halt Superhelden-Serien mag, aber zurzeit keine hat. Ich empfehle dem wirklich der Flash. Und ja, das ist auch wirklich zurzeit mein Lieblings-Superheld, Superhelden-Serie, pipapo. Deswegen hab ich mir auch den Comic Flashpoint gekauft. Ich wollte halt so einen Flash-Comic. Ich habe mir auch den Comic The Killing Joke, Batman von Alan Moore. Ist auch ein wirklich ziemlich cooler Comic. Also für Comic-Fans wirklich nur zu empfehlen. Also Superhelden-Comic-Fans. Für die ist es wirklich nur zu empfehlen. Was mache ich hier? Ja, ich gehe mal kurz in die Mine farmen. Ich brauche halt ein bisschen Stein, um mein Haus zu bauen. Und ja, ich gehe mal kurz farmen. Dann erzähle ich jetzt mal weiter. Und ja, jetzt wirklich, sorry dafür. Es passiert halt kein Action, aber ich glaube, in ein paar Tagen, also wenn dieses Video jetzt hochgeladen wird, kommt dann auch Bed Wars wieder. Und ich habe auch vor, einen neuen Modus zu spielen. Also nicht Minecraft, sondern Rocket League, was zu meinem drittliebsten Spiel ist, nach Minecraft und FIFA. Das kommt auch irgendwann, in kommenden Tagen, Wochen, Monaten vielleicht. Und ja, aber jetzt, ich gehe jetzt auch wieder vom Thema. Ich weiche jetzt wieder vom Thema ab. Ja, also die Bilder von The Flashpoint und so hab ich gerade hoffentlich schon eingeblendet. Das ist keine Schleichwerbung. Wirklich, keine Schleichwerbung. Vertraut mir, das ist wirklich keine Schleichwerbung. Ich möchte euch nicht hintergehen oder so. Das ist keine Schleichwerbung. Vertraut mir bitte. Okay? Das ist keine Schleichwerbung. Also habe ich mir auch, weil The Flash mein Lieblings-Superheld ist, halt auch The Flashpoint und so gekauft. Das war jetzt auch das Thema bei Season 3. Also Season 3 von The Flash, der Serie. Aber ja, gut. Ist halt mein Lieblings-Superheld. Dann kommt halt noch so Batman, Superman und so. Und bei Superman ist es noch so. Ich habe den eigentlich so vor 2 Jahren und so überhaupt gar nicht gemocht. Aber dann, nachdem sie die neuen, also Man of Steel und so gedreht haben,
fand ich Superman wieder abnormal geil, abnormal krass, einfach nur super geil. Und genauso wie Man of Steel war auch Batman wie Superman, Dawn of Justice geil. Wer war alles im Film? Also, der kann das ja mal in die Kommentare schreiben. Und wie fandet ihr den Film, falls ihr den gesehen habt? Also, ich fand den eigentlich wirklich ziemlich nice. Ich weiß, es gibt voll viele Kritiken davon, aber ich mag ihn, muss ich sagen. Ich mag ihn wirklich. Auch wenn nur von den 2 Stunden Film 8 Stunden Kampf ist. Also Batman gegen Superman. Der Film heißt ja Batman wie Superman. Und dass dann von den 2 Stunden nur 8 Minuten gekämpft wird. Ja, ist schon ein bisschen enttäuschend, aber ich kann's ihnen verzeihen. Weil ich mag halt. Oh Mann. Muss hier wirklich Wasser sein. Ich komm bestimmt gleich. Ey, dein Ernst? Komm schon, Minecraft. Wollt ihr mich verarschen? Minecraft will mich auf jeden Fall verarschen. Ja gut. Ich mag aber auch nicht nur DC, ich mag auch noch Marvel. Da war auch zuletzt Civil War im Kino. Den fand ich aber besonders nicht so nice, muss ich sagen. Obwohl ich Iron Man und so mag. Ja. Irgendwie so Civil War hat mich nicht besonders so überzeugt. Was soll ich eigentlich noch sagen? Ja. Also die DC-Superhelden, also meine DC-Superhelden, also Lieblings-Superhelden sind The Flash, Batman, Superman, oh und der Joker. Den mag ich wirklich, als Schurke mag ich ihn am meisten. Von allen Schurken, die es bei DC oder Marvel gibt, ist wirklich der Joker der Beste. Also seine Pläne und so, ist wirklich ziemlich nice und auch Heath Ledgers Verkörperung vom Joker bei The Dark Knight feiere ich auch, also wirklich Rest in Peace, Heath. War ein wirklich ziemlich geiler Joker. Schade, dass du gestorben bist. Wärst du vielleicht nicht gestorben, hätten wir The Dark Knight Rises, ein besseres Dark Knight Rises gesehen, als wir es gesehen haben, weil ich muss sagen, ich war wirklich ziemlich enttäuscht von diesem Dark Knight Rises mit Bane und so. Es war wirklich meiner Meinung nach enttäuschend. Und dazu könnt ihr auch mal einen Kommentar schreiben, wie ihr The Dark Knight Rises fandet. Ja, ist auch schon ein bisschen älterer Film. Aber ja gut, könnt ihr ja mal trotzdem schreiben, weil ich glaube, den haben jetzt mehrere gesehen, weil er auch ein bisschen älter ist. Und deswegen lief er auch vom Monat oder so im Free TV. Und ja, da könnt ihr auch schreiben, wie ihr ihn fandet. Also Superhelden, ich mag Superhelden. Also ich sag jetzt mal halt mein Fazit. Superhelden sind meiner Meinung nach Superheldenfilme, Superhelden. So jetzt zusammengefasst, sorry für die ständigen Unterbrechungen. Ich bin halt immer noch ein bisschen krank. Habt ihr auch in der letzten Folge gehört. Und mein Kopf kann nicht besonders gut denken. Ich verpiesel mich auch gleich wieder ins Bett, um zu regenerieren. Danach schneide ich das Video und werde es auch irgendwann hochladen. Aber jetzt erkläre ich mein Fazit. Superheldenfilme ist für meine Meinung nach ziemlich geiles zwischendurch. Falls du mal Stress hattest, falls mal der Tag nicht so gut lief, einfach mal so Superheldenfilme anschauen. Ja, da kann man so entspannen. Genauso wie bei YouTube-Videos und so alles. Da kann man einfach chillig ab, chillen und ich muss auch sagen, so diese Verkörperung, die Schauspieler, zum Beispiel Grant Gustin, der verkörpert der Flash wirklich ziemlich nice. Seine Emotionen und so, er ist ein Mann, er kann aber ziemlich gut die Emotionen verarbeiten. Er kann ziemlich gut Schauspieler, muss ich sagen. Also, weswegen auch der Flash zu einem richtig geilen Sendung, also Serie geworden ist. Er ist wirklich ziemlich nice Schauspieler, aber auch andere Schauspieler wie ich habe vergessen, wie die heißen. Heath Ledger oder so, oder Bay oder Christian Bale oder auch von dem neuen Batman, ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, von Man of Steel. Wirklich alles ziemlich nice Schauspieler, auch Robert Downey Jr. als Tony Stark oder die anderen halt. Ich weiß halt nur, wie die also heißen, also Thor. So, Avengers auch wirklich ziemlich nicer Film.
Mag ich auch besonders. War ich auch im Kino von Age of Ultron. Und ja, ich mag halt Superheldenfilme. Ich würde da mal sagen, das wär's dann für diese Folge. Ich setze mich auch gleich danach wieder ins Bett. Nehme mir einen Block, zeichne weiter an meinen Symbolen. Apropos Symbole. Wer die letzte Folge First Minecraft nicht gesehen hat, dem verlinke ich das jetzt mal. Hier irgendwo auf dem Bildschirm wird auf jeden Fall verlinkt sein. Oh, und jetzt fällt mir was ein. Jetzt fällt mir was ein, was ich auch in der letzten Folge schon sagen wollte. Ihr seht ja schon die, also meine, den Slot da unten, also die Herzen und so. In den früheren Folgen war es sehr klein, aber ich habe mir so gedacht, ich mache mal bei den Options, beim Video Settings, Grayscale auf Auto. Und zwar, eigentlich war es Large. Da könnt ihr sehen, es mega klein, das untere Ding, aber ich habe es halt groß gemacht mit Auto. Da könnt ihr es auch besser sehen, die Herzen, Level, Pipapo, könnt ihr halt besser sehen. Und ja, jetzt verlinke ich euch hier irgendwo so ein Video, das letzte fürs Minecraft Video und auch Bed Wars Folge Nummer 2. Ja, ich würde mal sagen, das war's dann für diese Folge. Falls es euch gefallen hat, dann lasst doch eine kleine Bewertung da, einen Daumen auch. Ein Daumen nach oben würde mich ziemlich freuen. Falls ihr kein weiteres Video mehr verpassen wollt, lasst auch gerne ein Abo da. Und ja, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.